eine weitere Herausforderung gemeistert. Kapitel 1. Heute habe ich einem Stalker derart eine gesammelt, dass sich sein Innerstes nach außen kehrte. Ende von Kapitel 1. Es ist bekannt, dass Stalker Echo Recorder lecker finden. Vermutlich findest du den Rest von Taggarts Kapiteln in den Dunghaufen der Stalker. Werde ich. Ich habe eine potenzielle Kammerjägerin gefunden, Sir. Das ist sicher interessant. Sie ist eine Sirene. Was? Anders als Lilith scheint sie keine Verbindung zu Iridium zu haben. Aber... Erzähl mir alles. Sofort. Ich habe keine Informationen über ihre Eltern. Doch als Kind wurde sie beim Orden des aufkommenden Sturms zurückgelassen. Bei wem? Das ist ein Mönchsorden, der auf dem Planet Athenas herrscht. Die frühesten Überwachungsaufnahmen, die ich finden kann, sind 4 Jahre alt. Abspielen. Volk von Athenas, nach Jahren der Ausbildung und der Vorbereitung kann der Orden des aufkommenden Sturmes sie offenbaren. Eure Erlöserin. Sprich, Maya, sprich zu deinen Untertanen. Hi. Was ihr an Redegewandtheit fehlt, gleicht sie durch Macht aus. Denn wisset, Maya wird diesen Planeten vor allen Formen des Bösen beschützen. Vor... Sophis, darf ich was sagen? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, Kind. Seit Jahren erzählst du mir, ich würde mal losziehen und die Welt erkunden, nicht lächeln und Reden halten. Es steht dir nicht an zu zweifeln, Kind. Jetzt lächle und winke. Nenn mich weiter Kind, dann kannst du was erleben, Arschloch. Huh?
Spinne. Hey, ich hab das von Sanctuary gehört. Geht's dir gut? Tut mir leid, dass ich die Action verpasst habe. Ich habe Hyperion-Aktivitäten im Tundra-Express gesehen. Also haben Blackwing und ich nachgeschaut. Mir war nicht klar, dass wir in eine Falle tappten. Blackwing verschaffte mir etwas Zeit für die Flucht, aber die Bastarde haben sie gefangen und hierher gebracht. Roland hat schon alles geäckert. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Blackwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich such seit einer halben Stunde alles ab, aber das scheint ein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft rankommst, kann ich dich zu Blackwing führen. Hol meinen Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Ich werde dir helfen, wie im Tundra-Express. Jack bringt dich zum Lachen. Er hat Blackwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit drohe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blatt und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Unerlaubtes Eindringen registriert. Sessel oder frei? Was ist jetzt los auf dich? Verdammt! Hey, gib mir eine Sekunde. Ich denk mir was aus. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, ich hab eine Idee. Wenn du dich von diesen Loadern beschädigst, aber nicht du, müssen sie die Tür aufmachen, um Verstärkung zu schicken. Nimm jetzt den nächsten vor. Wo ist die Tür ist jetzt offen. Geh rein und find den Blackwing. Interessante Reaktion. Blackwing müsste im Zwingerblock auf der anderen Seite der Anlage sein. Wenn du sie findest, findest du auch dein Claptrap-Upgrade. Schüsse.
Zelte dürfen die Kreaturen des Reservats nicht stören, außer sie sind extrem gelangweilt. Wildlife Explosion Preserve. Jack sagt, er hat es erbaut, um Wissenschaft, Forschung und was weiß ich zu unterstützen. Aber das ist Bullshit. Sie nehmen Slack und experimentieren damit an jeder Kreatur rum, die sie finden. Die muss man wieder rausschaffen. Thank you.
mit dem Versuch, hä? Dr. Samuels, bitte. Das Versuchsobjekt ist noch bei Bewusstsein. Sie erwarten doch nicht, dass ich... Sorry, Baby. Bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt bekommen, verstehe ich kein Wort. Dieser Kammerschlüssel hat das Iridium nicht ohne Grund sprudeln lassen. Und wo wir es schon haben, machen wir doch was Schönes damit, oder? Oder willst du... Oh, hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du, du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Slag-Mutation ist eine hochexplosive, brutale Wissenschaft, unvereinbar mit menschlicher Ethik. Es versteht sich, dass ich brennend dran interessiert bin. Beschaff mir ein paar Proben des Slag-Serums, das Hyperion an wilden Tieren ausprobiert.
übertrieben. Diese Stalker-Viecher sind ein Fall für sich. Einem habe ich mit meinem Hammer voll eins in die Fresse verpasst, wie ich es von Mama gelernt habe. Und er ist regelrecht explodiert. Und was er für ein Geräusch gemacht hat. Ungefähr. Das wäre ein toller Krieg. Kapitel 3. Meine Jungs haben herausgefunden, dass sich die Stalker nicht besonders gut tarnen, wenn ihre Schilde unten sind. Sie werden völlig panisch und brüllen rum. Niedlich. Vor ein paar Tagen habe ich einen riesigen Stalker gesehen, der unser Lager beobachtet hat. Ich habe sie Henry getauft. Nach meiner... Oh, Moment. Hey, Mama! Nein, nein, ich erzähle gerade, dass ich einen Stalker nach dir getauft habe. Kapitel 4. Alles in Butter. Henry und ihre Stalker-Kapitel. Kapitel. Henry hat meine Hände gefressen. Vor meinen Augen hat sie sie gefressen und ich schwöre bei Jack. Die stachelige Schlampe hat mich dabei ausgelacht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, hau ab! Henry! Nein! Henry!
Du, stopp!